Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und die Kinder sind schon wach, weil die müssen gleich alle zur Schule. Die Mutti schläft noch, sie hatte eine sehr angenehme Nacht. Dadurch, dass wir jetzt ja diese super effiziente Babypflege machen können, geht das ja auch alles ein bisschen einfacher mit den Kindern, auch nachts. Und es ist heute Nacht in der Stadt, das heißt, wir können kostenlos essen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gehen nachher einfach mal in irgendein Restaurant und bestellen da einfach alles Mögliche. Weil, warum nicht so? Ich meine, wenn wir jetzt schon diese Möglichkeit haben. Tschüss, Kinder, tschüss. Ihr habt noch das Klo geschrottet, wie schön. Super, das ist das, was wir alle wollen. 55.555 Simoleons. Perfekt. Aber das müssen wir leider wieder kaputt machen. Tschüss. Wir brauchen das Geld, okay? Ich meine, so viel fehlt jetzt auch nicht mehr. Okay, es fehlt auch noch eine Weile. Aber insgesamt fehlt nicht mehr so viel, bis wir dann endlich umziehen können. Ich freue mich schon so hart, ne? Ich glaube, wir hatten gesagt, wir altern die Kinder am Samstag. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich mache es einfach. Es wird schon irgendwie hinkommen, so. Passt schon. Außerdem, wenn wir in ein Restaurant gehen, können wir dann ja eventuell auch schon mal einen neuen Typen kennenlernen. Es kam übrigens das Update und ich finde, dieses Redesign, das sieht echt schrecklich aus, ne? Und ich meine, es werden jetzt wahrscheinlich auch ein paar Mods kaputt sein. Ich habe gerade eine Last Exception Meldung bekommen. Wahrscheinlich ist irgendwas broken so, aber I don't know. So die Grundmods, das was so am wichtigsten ist, funktioniert ja alles noch. Und das ist so das Wichtigste, denke ich. Es gab gute Noten. Oh, sie ist Einserschülerin! Girl, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Girl, I'm so proud of you. Bitte puste den Kuchen aus. Yes, girl. Juhu. Ich habe absolut nicht damit gerechnet. Ich bin glücklich. Yes, queen. Woo. Oh, unser Krieg, das da. Genau. Nein, das mit den Vampiren hatten wir schon oft. Ich mache jetzt einfach ein anderes. Mir egal. Bitte Kerzen. Danke. Okay, ich würde behaupten, wir gehen jetzt einfach mal direkt in den Creative Sim und machen sie fertig. Ich finde es geil, dass sie kurze Haare hat. Das passt irgendwie zu ihr. Keine Ahnung. Oh, dieser Ladebildschirm. Ekelhaft. Sie hat voll das interessante Gesicht irgendwie. Also weil sie... Oh mein Gott, sie ist schmutzig. Aber so, you know, sie hat so richtig schmale Augen. Das ist irgendwie... I don't know, es ist halt mal was anderes. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los und essen. Ja, ich freue mich. Hier habe ich eins platziert. Gut, dann nehmen wir mal das. Wir reisen natürlich mit unseren süßen Kindern. Dieser Ladebildschirm. Geh weg, bitte. Hallo. Alle sind jetzt in ihrer schicken Kleidung. Dinge, die nicht so häufig passieren, so. Oh, hi. Die sehen alle gut aus. Sagen wir es mal so, ne? Okay. Oh mein Gott, das sieht voll schön aus. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das platziert habe. Wo muss man sich anmelden? Hilfe. Hier, um Tisch bitten. Hier kommen einfach die ganzen Promis hin, wo ich mir so denke, okay, Hilfe. Aber hey, heute ist alles kostenlos, deswegen... Als ob ich jetzt nicht hier hingehen würde. Bin sehr angetan von diesem Ort, Alter. Wie schön sieht das einfach aus. Oh, wir kriegen einen extra Raum, Alter. Was ist das denn? Zusammensitzen. Die anderen müssen auch noch kommen. Als ob sie das Feuer anmacht. Bitte zusammensitzen, Leute. Ich möchte gleich einmal ein Foto machen. Da muss ich kurz die Aufnahme beenden. Aber das ist okay, weil ich kann ja nicht in den Tab-Modus gehen, ohne dass es danach laggt. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache ein paar Fotos. So, und dann... Für Tisch bestellen, bitte. Ist alles kostenlos, das ist so schön. Vielleicht gibt es ja Gerichte, die besonders sind. Wir nehmen ein Wasser für die Kinder, weil die dürfen nichts Krasses, ja? Sie trinkt das hier. Ich denke, das ist okay für sie. Ich möchte, dass wir Rahmen zu Hause auch mal öfter machen am besten. Also das fände ich cool. Deswegen lernen wir das jetzt einfach mal mit Melody, indem sie das jetzt einfach bestellt und dass sie das dann isst. Und... Sie isst Pfannkuchen. Sie isst eine Asia-Hühnchenpfanne. Sie isst Gemüseauflauf. Und sie rote Beete-Nudeln. Yay! Ich muss, glaube ich, nochmal für Tisch bestellen, weil irgendwie ging das jetzt nicht so gut.
Ich glaube, das ist das Problem, wenn das hier alles zu groß ist. Ich gebe das einfach alles nochmal ein. Okay, es ist noch alles angedingst, deswegen, I don't know. Ich hoffe einfach, dass es irgendwann ein Kellner kommt. Oh, ich glaube, da kommt unser Essen. Bleib doch sitzen, ihr Dummen, Alter. Sieht doch geil aus. Okay, sie kann auch nicht mit Stäbchen essen, aber das kann sie ja lernen. Geil. Ich meine, so ein kleines Ziel wäre ja vielleicht auch, dass sie vielleicht einfach ganz viele Rezepte noch so lernt, die man nicht einfach so machen kann, so, you know? Da. Es warten noch 26 weitere Gerichte auf dich. Danke. Okay, warum war es grauenhaft? Warum, wir waren doch essen. Hey, hast du dieses Spiel manchmal? Geben wir es den Tisch auf und wir gehen jetzt nach Hause. Ilona scheint eine Lebensmittelvergiftung zu haben. Bitch, warum schlaft ihr alle nicht? Was ist denn mit euch? Post. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Geld bekommen. Yes, Queen. Also ich würde jetzt für Line gleich mal so ein Projekt machen lassen. Ja, vielleicht auch zwei. Mal gucken. Weil ich meine, das ist jetzt wieder Samstag, so you know. Oh, wir wollen die Kinder altern lassen, ne? Das machen wir auch gleich. I mean, dann kann sie halt wenigstens halt ein bisschen krasser werden, was halt so ihre Fähigkeiten angeht und so weiter. Und dann wird sie vielleicht schon am Montag direkt wieder eine Note besser, so you know. Und dann geht das ein bisschen fixer voran. Gut, dann lassen wir die zuerst altern. Oh, Geld, nice. Und älter werden. Ja, mehr Geschenke. Dumm. Okay, du kriegst auf jeden Fall eine andere Frise. Das ist ja der Boy. Also ich meine, man kann auch als Junge theoretisch solche Haare tragen. Aber ich habe coolere Frisuren, glaube ich. Aber wir werden es überleben, okay? So, jetzt du noch. Yay. Schön, dass wir dafür immer free money kriegen, Alter. Ich meine, wir kriegen ja auch bald unser neues Kind. Warte. Drittes Trimester ist in 14 Stunden. Aber yes. Die beiden Kiddos spielen jetzt erstmal ihr Leben so. Die spielen ihr Leben. Genau das. Als ob das Kind einfach hier den Schnee wegschippt. I mean, woher kommt das, Girl? So. Sie wird jetzt ein Projekt starten. Sie kann einfach mal einen Schneemann bauen, weil sie hat jetzt ihre Level hoch genug so. Genau. Das heißt, sie wird auf jeden Fall Montag einser Schüler. Heißt, sie kann jetzt einfach... Ey, ich wollte einen Schneemann bauen. Bau einen Schneemann. Yay, sie baut einen Schneemann. Oh mein Gott, was ist das für ein Schneemann? Hier ist wunderschön. Okay, da war wieder einiges dabei, was wir verkaufen können. Die müssten wir öffnen. 115, nice. Die Saatpackages, die behalten wir erstmal, weil ich möchte die vielleicht später mal anbauen. Wow, einmal Jenny. Wow. Okay, die müssen wir behalten. To be honest, die müssen wir behalten. Dahin. So, in unserem Haus, das Inventar, war bestimmt auch wieder ein paar Sachen. Ja, Schneemann. Okay. Also sie macht gute Fortschritte. Sie hat Level 3 der Raumfahrttechnik jetzt. Läuft. Yay. So, das kannst du jetzt auch erstmal verkaufen. Dann mach einfach mal deine Hausaufgaben, weil sie eh nichts Besseres zu tun hat. Drittes Trimester in 6 Stunden. Heißt, wir werden das Kind wahrscheinlich noch diese Folge kriegen. Und das wäre natürlich sehr geil, weil ich habe Bock aufs Kind, okay? Möchte mehr Kinder haben. Das wäre jetzt schon das 14. Kind. Yay. Oh, sie haben sich gerade umarmt. Wie süß. Sie möchte anscheinend auch ein Projekt machen. Meinetwegen soll sie das tun. Wenn sie eh nichts Besseres zu tun hat. Okay, das Kind hat ganz schön Hunger. Upsi. Passiert. Als ob der Kühlschrank kaputt ist. War nicht unkaputtbar? SOS. Bitte. Wenn ein Promi einfach random in deinem Garten quasi ein Schneeengel macht. Okay. Ich hinterfrage es nicht weiter. Wie schön, die zwei beiden machen ihre Projekte hier weiter. Im Winter. Würde ich jetzt so nicht machen. Aber hey, sie unterhalten sich schön. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben jetzt übrigens keinen Typen kennengelernt. Aber maybe ist ja hier jemand. To be honest, da ist jemand. Victor Feng. Ich glaube, der hat eine Frau, aber das ist ja egal. Wir lernen ihn jetzt einfach mal kennen. Weil ich meine, das könnte jetzt einfach unser nächstes Opfer werden. Ich meine, ob ich jetzt hier Ehen breche oder so, ist mir noch egal. Also,
Girl, ich möchte hier nur Kinder haben von verschiedenen Männern, ja? Wer kennt es nicht? Das ist ganz normal. Und wenn er hier so in unserem Haus vorbeikommt, sagt man nicht nein. Wir betören ihn einfach mal direkt. Wir sind einfach so fies, ne? Aber egal, jetzt wo wir betören haben, können wir halt auch einfach Typen nehmen, die halt schon in der Beziehung sind. Deswegen, was juckt es mich, Girl? Du springst ja auf mich an. Oh nein, es funktioniert nicht. Na, doch. Aber warum kam der Sound nicht? Okay, es klappt. Alles gut. So, die machen jetzt gleich eventuell noch ein Techtelmechtel im Butch einfach mal so, weil warum nicht? Und, ja, ich denke, er wird einfach unser nächstes Opfer werden. Aber er muss gehen. Wir machen kein Techtelmechtel, aber es ist okay. Wir kriegen eh bald unser Kind. Yay! Zusatzprojekt ist fertig. Ah! Nein, wen? Okay, war jetzt doch ein bisschen unerwartet in diesem Moment, aber okay. Ja, isst du nur auf, kein Problem. Hallo, einmal anmelden bitte. Sieht nicht so glücklich aus. Okay, sie geht los, das heißt, es ist jetzt soweit. Wir kriegen ein Kind. Ich bin gespannt, welches Geschlecht es hat. Okay, ich bin bereit. Wir könnten theoretisch mit ihm auch ein Kind machen, oder? Ich meine, wir kennen ihn ja als Nobuya Suzuki. Und wir haben ja schon eine gute Verbindung zu ihm, deswegen eventuell könnte das auch einmal unser Opfer werden. Ein Mädchen. Ich nenne sie Christine. Yay. Was ist mit ihr denn los, Alter? Was zur Hölle? Wie geht sie? Dass sie die Kinder immer nach oben stellen müssen. Bruder, das läuft so hier nicht. Wow, sie ist ein bisschen aggro. Kann das irgendwie sein? Was ist mit ihr, Alter? Sie guckt so... hör auf zu schreien, Girl. Was ab? Ich bin dumm. Wir haben wieder viel erreicht, diese Folge, denke ich mal. Also, geht so. Wir haben jetzt 14 Kinder. 14, woo! Also wir nähern uns der 100 schon ganz schön, oder? Es dauert noch, aber ich denke, es ist okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.